Lionel Johnson ist zurück, aber warum eigentlich? Ja, vor knapp einem Jahr kehrte Lionel Johnson, Primarch der ersten Legion und Erstgeborener des Imperators, in das Setting zurück. Und er bekam nicht nur eine komplette Kampagne namens Arcs of Omen und war das geheime fünfte Buch, was ich bei The Race schon über so eine... Ich hab's eine Weile predicted, lassen wir es einfach so stehen, okay Leute? Aber der Fakt ist, er bekam auch ein eigenes Buch, Lion, Son of the Forest. Und das drehte sich um seine direkte Rückkehr, also wirklich genau dem Moment, wo er im Setting auftauchte. Und das ist schon mal was Besonderes, weil bei Rebooted Gilliman hatten wir nur die Gathering Storm-Reihe und... Das war's. Ihr konnt euch danach das Dunkle Imperium kaufen und mehr hatten wir dazu nicht. Aber so schön, so mysteriös ist doch die Rückkehr von Lionel Johnson. Denn letztendlich wissen wir nicht direkt, warum und weshalb. Und wie ich es im Video auch später noch erwähnen werde, der Imperator wusste die ganze Zeit, wo Lionel Johnson ist. Und er hätte ihn die ganze Zeit, sage ich mal, aus dem Hut zaubern können. Aber er hat es nicht getan. Und warum tauchte Lionel Johnson nicht direkt am Anfang der Ära Indomitus auf? Das Imperium ist geteilt. Es wird von allen Seiten berannt. Wir wissen, dass Rebooted Gilliman nicht der Plan sein konnte, weil er konnte die Handlungen von den Elder und gerade den Eldergöttern, insbesondere Iniat, nicht voraussehen. Aber Lionel Johnson, hätte er ihn zurückbringen können? Wahrscheinlich. Warum hat er es nicht getan? Und vor allem, wenn man sich die Geschichte von Lion, Son of the Forest nochmal ein bisschen anschaut. Lionel Johnson erwacht fernab seiner Legion, ohne seine Waffe, trifft direkt auf die Gefallenen, findet eine Pistole, die augenscheinlich für ihn zurückgelassen wurde. Es wirkt fast ein bisschen so, als hätte irgendetwas oder irgendjemand den Primarchen der Ersten fernab von seiner Legion, fernab von seinen Attributen und dem, was er kennt, positioniert, um vielleicht etwas Neues in ihm zu wecken. Vielleicht auch das Beste in ihm. Aber bevor wir jetzt auf dieses Thema kommen, möchte ich nochmal auf unseren Partner hinweisen. Taschengelddieb ist eure Anlaufstelle für Tabletop-Miniaturen, Malutensilien, kurzum, alles was mit unserem wunderbaren Hobby zu tun hat. Lore-Bücher gibt es da natürlich auch. Lion, Son of the Forest, also auf Deutsch, der Löwe, Sohn des Waldes von Mike Brooks, gibt es da auch, habe ich auch von dort bestellt. Und in dem Sinne, Leute, wünsche ich euch viel Spaß und falls ihr überlegt, dort nochmal zu bestellen, dann empfehle ich euch natürlich den Link unten in der Videobeschreibung. Da, keine Sorge, zahlt ihr nicht einen Cent mehr, es ist ein Affiliate-Link und da wollen wir einfach transparent sein. Wir kriegen ein paar Prozente dafür, wenn ihr darüber bestellt und euch kostet es keinen Cent mehr. Und lasst euch gesagt sein, beim Dritthändler ist es meistens ein bisschen günstiger, als bei Games Workshop direkt zu bestellen. Und seien wir ganz ehrlich, Tabletop ist schon teuer genug. Das ist mir jetzt hier am Ende meiner Ansprache gerade aufgefallen. Folgendes, Leute, ich springe hier gerade für Max ein bisschen ein, weil der ist leider krank und hat keine Stimme. Und deshalb gibt es kein Garde-Video, aber er sitzt an was Tollem dran, also seid drauf gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Video erwähne, aber ich glaube, ich erwähne es auch nochmal, aber ich wollte es hier nochmal klarstellen. Ich springe hier für Max ein. Wir hatten nicht so viel Zeit, das Video ist hier im Nachmittag entstanden, also seid ein bisschen gnädig mit mir. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich Spaß beim Thema und ja, würde ich mal sagen, Leute, rein und ich verabschiede mich schon mal und sage Hydra Dominatus. Die Rückkehr von Lionel Johnson ist wohl eins der größten galaxisweiten Ereignisse, die es je gegeben hat, gerade im Hinblick auf das Imperium Nihilus. Bloß stellt sich uns am Ende natürlich eine Frage. Warum kehrt Lionel Johnson erst jetzt zurück und wer brachte ihn überhaupt zurück? Wie bereits anfangs schon erwähnt, ist das hier eher ein kleines Zwischenvideo, weil ich für Max einspringe, der diese Woche leider erneut krank ist und wirklich keine Stimme hat, aber er sitzt an was Tollem, also freut euch da schon mal drauf. Und ich lasse hier einfach mal ein bisschen meine Gedanken zu Lionel Johnsons Rückkehr raus, weil über den haben wir ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Und dazu müssen wir erstmal einen Blick drauf werfen, wie er denn überhaupt zurückkehrte. Während Rebooted Gilliman auf McCrack im Reich von Ultramar in einer Stasiskammer lag, war das bei Lionel Johnson ein bisschen komplizierter. Er wurde ja augenscheinlich zumindest beim Kampf gegen Luther verletzt und schlief eine Weile angeblich im Fels. Ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das eine Metapher ist oder ob er tatsächlich irgendwie in einer Warp-Tasche war, das wissen wir nicht. Was wir jedoch wissen, ist, dass Lionel Johnson irgendwann in seinem, sag ich mal, Taschenreich aufwacht am Ufer eines Flusses. Er schaut sich dort einen Fischer an, der dort umgeben von drei Schatten in einem Boot sitzt. Also die Schatten sind im Wasser. Und ein Wächter der Dunkelheit hindert ihn daran, ins Wasser zu gehen. Und dann ist der Löwe einfach da, nutzt seinen neuen Forest Walk, um einfach auf dem Planeten Camarath aufzutauchen und sein Abenteuer beginnt. Und das ist die Rückkehr von Lionel Johnson. Augenscheinlich so übernatürlich und normal wie unspektakulär. Aber das Interessante ist, bei Rebooted Gilliman haben wir die Elder. Und man muss ja einfach sagen, Gilliman wäre nicht zurückgekehrt ohne Yvraine.
Deswegen gibt es ja auch mehrere Ideen, dass Glimmen nicht der Plan vom Imperator gewesen sein kann, weil er konnte nicht planen, dass Ineard auferstehen würde. Er konnte nicht planen, was Eldrad Utwer tun würde. Und er konnte vor allen Dingen nicht planen, dass Yvraine nach Ultramar kommt, um letztendlich Reboot auferstehen zu lassen. Aber Lionel Johnson, den konnte er planen. Der Imperator wusste stets, wo Lionel Johnson ist. Der Imperator wusste stets, was mit ihm passiert ist. Und der Imperator war der einzige neben den Wächtern der Dunkelheit, der ihn hätte wohl rufen können. Das geht aus so einigen Quellen hervor. Aber warum tat er es nicht? Nun, werfen wir doch mal einen Blick auf das Imperium zur Zeit nach der Horus Heresy. Alles bricht auseinander, die großen Strukturen sind weg. Das Imperium hat einen massiven kulturellen Schaden erlitten. Infolgedessen halt Malkador gestorben ist, Konstantin Valdor und Russ brechen auf. Reboot Gilliman übernimmt die Regentschaft beim Konzil von Terra und ist so gesehen de facto der neue Regent von Terra. Und auch er wird irgendwann von Fulgrim rausgenommen und auch Rogaldorn verschwindet irgendwann. Die loyalen Primarchen sind vom Spielfeld entfernt. Und auch Lionel Johnson ist auf Caliban gefallen und nicht wieder auferstanden. Nun, im Buch Fury of Magnus ist es so, dass eine Perpetual nur auf den Befehl des Imperators oder seine Bitte, Malkador wieder zu beleben, reagiert, weil der Imperator ihr eine Zukunft zeigt. Eine Zukunft, in der es Helden gibt. Eine Zukunft, in der es Hoffnung gibt. Aber wäre diese Zukunft denn überhaupt möglich, wenn die Primarchen dort geblieben wären? Ich denke, viele wichtige Faktoren wären unter der Herrschaft der Primarchen überhaupt nicht eingetreten. Zum einen wäre die Ekklesiarchie und der imperiale Glaube niemals so weit nach oben gekommen und wir hätten wahrscheinlich niemals so viel Energie und, sage ich mal, Anbetungsenergie bekommen, um den Imperator nachhaltig zu stärken. Zum anderen wäre das Imperium wahrscheinlich deutlich besser auf die Zeit vorbereitet gewesen und das hätte wiederum dafür gesorgt, dass sich nicht so viele Leute der Religion zugewandt hätten. Was nicht zwingend heißt, dass das genau im Sinne des Imperators war, aber das Imperium wäre nicht an dem Punkt, an dem es heute wäre, auf jeden Fall. Ob das jetzt alles geplant ist oder ob der Imperator darauf reagiert, steht natürlich am Ende des Tages wieder auf einem anderen Blatt. Fakt ist allerdings, dass es ein bisschen so wirkt, als wenn der Imperator bestimmte Charaktere bewusst aus dem Spiel entfernt hat. Und man muss ja auch einfach sagen, die Chance, dass die Primarchen, die er braucht, bis zur heutigen Zeit überlebt hätten, ist am Ende relativ gering, so hart es klingt. Ein Primarch ist ein unfassbar mächtiges Wesen. Es ist praktisch ein Warp-Halbgott. Halb Mensch, halb Warp-Gott. Praktisch nicht wirklich zu töten, nicht wirklich zu besiegen. Und wenn doch, dann nur unter großen Opfern und Herausforderungen. Man könnte einen Planeten in die Luft jagen, sein Schiff sprengen. Aber all das geht mit so viel Vorarbeit einher, dass es praktisch unmöglich ist. Und am Ende bleibt nur der Kampf Primarch gegen Primarch, was wahrscheinlich die sicherste Methode ist, einen Primarchen umzulegen. Aber in der Zukunft des 41. Jahrtausends ist auch das nicht unbedingt unmöglich. Und 10.000 Jahre... Nun, die Primarchen sind sehr mächtig, die Primarchen sind sehr stark, aber ich glaube nicht, dass A, alle Primarchen das überlebt hätten und B, alle Primarchen daraus unverändert hervorgegangen wären. Wer weiß, was aus einem Russ und aus einem Löwen geworden wäre, nach 10.000 Jahren Krieg. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich nicht das, was sie heute sind. Also sehen wir, es war wahrscheinlich im Sinne des Imperators, die Primarchen vom Spielfeld zu entfernen. Ein weiterer Punkt sind die Wächter der Dunkelheit, die kleinen Wesen, die auf Caliban lebten und Ouroboros, den großen Dämon, der im Inneren von Caliban eingeschlossen war, bewachten. Sie sind außerdem stetig an der Seite der Dark Angels und halfen auch Lionel Johnson früher schon. Und natürlich nicht zu vergessen Sariel Surias im Kampf gegen Ouroboros und später gegen leider Sariel Surias selbst, aber das ist eine andere Geschichte. Festzuhalten ist, sie sind eng mit Caliban und den Dark Angels verworben. Und außerdem ist es so, dass einer von ihnen sogar auftaucht, einmal zumindest in der Geschichte Lion, Son of the Forest von Mike Brooks, was jetzt auch wieder auf Deutsch erschienen ist, was auch das ist, was mich hier zu dem Video inspiriert. Und er warnt Lionel Johnson wortwörtlich davon, in diesen Fluss zu gehen und zum Imperator, der anscheinend dieser Typ auf diesem Boot ist, nach vorne zu gehen, weil er meint, die Schatten im Wasser, die anscheinend die Chaosgötter sind, ihn vernichten würden. Also ein Wächter taucht auf und es ist wahrscheinlich, dass die Wächter etwas mit dem Auftauchen und mit dem Wiedererstarken von Lionel Johnson auf der einen Seite, aber auch mit seinem andauernden Schlaf zu tun hat. Es ist wahrscheinlich, dass nachdem
Lionel Johnson gefallen ist. Und das ist jetzt wirklich Theorie. Ich glaube, dass die Wächter Kontakt zu dem einzigen Wesen aufnahmen, das jetzt noch eine Art Plan und ein weiteres Vorgehen vorgeben konnte. Ouroboros war nicht unbedingt befreit, aber auch nicht mehr unbedingt eingeschlossen. Das sehen wir in der Vermächtnis von Caliban-Trilogie, wo Ouroboros immer noch im Caliban-System an einigen Bruchstücken, sag ich mal, rumhängt. Wir wissen außerdem, dass es noch irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat, auch aus dieser Trilogie, und ich glaube, sie ist auch immer noch relevant, weil sie eindeutig in anderen Büchern erwähnt wird. Auch in der Axe of Omen-Reihe findet die Vermächtnis von Caliban-Trilogie kurz ihre Erwähnung. Also wissen wir, Ouroboros hat irgendwie noch mit dem Caliban-System zu tun. Nun, Lionel Johnson ist weg, die Dark Angels zersplittert und das Imperium sowieso ziemlich am Ende. Und der Sohn des Imperators, der erstgeborene, Lionel Johnson, ist, nun ja, out of order, könnte man sagen. Die Wächter nehmen also Kontakt zum Imperator auf und fragen ihn nach Rat, fragen ihn, was sie nun tun sollen, oder schlagen ihm vielleicht sogar ein Geschäft vor. Auf jeden Fall hat der Imperator, denke ich, mit ihnen was zu tun, und am Ende wird er ihnen ebenfalls eine Vision gezeigt haben oder irgendetwas gegeben haben, was ihnen gezeigt hat, jetzt ist nicht die Zeit, den Löwen wieder auferstehen zu lassen. Der Löwe braucht vielleicht auch einfach Zeit zur Heilung, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihnen einfach gesagt hat, ja, an dem und dem Tag wird es soweit sein, ihr werdet es schon erkennen. Und dann gingen sie ihrer Wege und 10.000 Jahre später war es soweit. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch einfach, dass die Wächter gewartet haben auf ein galaxisumspannendes, psionisches Ereignis, haben natürlich immer den Orden der Dark Angels im Blick gehabt. Aber man muss auch wirklich sagen, ja, die Dark Angels waren oft in Bedrängnis, aber sie waren niemals wirklich kurz vor der Auslöschung. Und es könnte sein, dass die Wächter einfach die Zeichen der Ära Indomitus gedeutet haben und erkannt haben, dass es nun Zeit ist, den Löwen wieder zurückzuholen, dass es nun Zeit ist, ihn wieder an die Spitze seiner Söhne zu setzen, weil alles deutet auf den Untergang hin und mit dem Auftauchen von Vashtor, Abaddon und auch den anderen Verräterprimarchen es einfach zu viel für die Söhne der ersten Legion wird, denn sie sind mächtig, sie sind wirklich sehr kampferfahren, aber am Ende sind Verräterprimarchen ein im Chaos Gott Emporkömmling, wie ich Vashtor nennen würde, und Abaddon der Vernichter und all dies zusammen einfach zu viel, selbst für alle Söhne des Löwen vereint. Eine Space Marine Legion mag die vielleicht irgendwie zumindest noch auf dem Schlachtfeld in Schach halten können, aber nicht ohne einen Primarchen. Und so sahen sie dann, dass Lionel Johnson jetzt wieder in der Lage sein musste, seine Söhne zu führen. Aber ich glaube, dass die Hand des Imperators am Ende doch eine kleine Rolle gespielt haben wird. Denn wenn wir uns die Geschichte von Lionel Johnsons Auftauchen wieder anschauen. Erstmal taucht er auf einer Welt auf, wo er einen Ritter findet. Zabriel, der ihm hilft. Er findet weitere Ritter auf seiner Reise. Seine erste wirkliche Planetenreise von Camarath nach Anvalus, oder wie dieser Planet hieß, führt ihn auf einen Planet, wo der Imperator mysteriöserweise eine Primarchenpistole zurückließ. Und es geht immer so weiter, Lionel Johnson findet immer mehr Gefährten, er bildet seine Ritter der Tafelrunde so gesehen aus, dazu kommt bald auch noch ein Video in der üblichen Qualität und Form natürlich. Und außerdem, ja, erhält er ja Lehnstreue und am Ende seiner Reise das Schild des Imperators. Es scheint fast schon so, als hätten die Wächter und der Imperator ihn in einer Stelle der Galaxis herausgelassen, wo der Löwe wieder über sich selbst hinauswachsen kann. Er muss mit der neuen Zeit natürlich erstmal umgehen, er muss mit seinem Alter umgehen, er muss lernen zu vergeben, er muss eine extreme Charakterentwicklung durchmachen. Und hätte er das wirklich getan, wenn er dort aufgetaucht wäre, wo er vorher bereits war, im Fels, sofort mit praktisch seiner ganzen Legion unter sich, was hätte sich denn für ihn geändert? Er hätte nicht umdenken müssen. Und der Löwe aus dem 30. Jahrtausend wäre im 40. Jahrtausend nicht weit gekommen. Der Löwe musste sich erst einmal weiterentwickeln. Also nahm man ihm das, was ihn ausmachte. Man nahm ihm seine Waffe, man nahm ihm seinen Heimatplaneten und man nahm ihm seine Legion. Und wenn man dir deine drei wichtigsten Attribute wegnimmt, was bist du dann eigentlich? Der Löwe fand das, was er ist. Denn am Ende ist der Löwe nämlich eins. Er ist zwar Primarch der ersten Legion, er ist der Erstgeborene und er ist ein Sohn des Imperators, aber er ist vor allen Dingen auch eins. Er ist ein Verteidiger der Menschheit und er ist tief in seinem Kern eben doch ein Mensch. Und deshalb wachte Lionel Johnson in der Zeit der Ära Indomitus auf, in einer Umgebung, wo er seine größte Herausforderung bestehen musste. Nämlich musste Lionel Johnson lernen,
von einem Primarchen wahrlich erstmal zu einem Menschen zu sein. Denn wie soll jemand die Menschheit verteidigen, wenn er sie nicht versteht? Und so wurde Lionel Johnson am Ende zu dem, was er hätte immer sein sollen. Er ist nicht mehr der Größte der Primarchen im Sinne von Kampfkraft oder Taktik oder Kriegsgeschick. Vielleicht ist er das sogar immer noch. Aber im Kern ist er nun endlich das, was er hätte immer sein sollen, nämlich ein Verteidiger der Menschheit und dabei am Ende eine ganze Spur menschlicher geworden. Und das alles verdankt er wahrscheinlich dem Auge des Imperators und den Wächtern der Dunkelheit, die ihn nicht nur zur genau richtigen Zeit, sondern auch absolut am genau richtigen Ort auftauchen ließen. Denn wir dürfen am Ende nicht vergessen, dass im Primarchenbuch von Lionel Johnson Folgendes steht. Der Löwe nickte und wartete, aber der Imperator sagte nichts weiter. »Wo wirst du mich als nächstes hinschicken?«, fragte der Löwe. »Wohin du musst.« Das ist am Ende mein Abschluss für dieses kleine Video, denn meiner Meinung nach ist Lionel Johnson genau da, wo er sein sollte, mit genau den Personen, die er an seiner Seite braucht. Und der Löwe tut das, was er am besten kann, nämlich ein Verteidiger der Menschheit sein.